Plötzliche Masseneinlieferung ins Krankenhaus. Es waren außergewöhnlich viele junge Leute befallen. Die Suche nach den Ursachen führt zu einem überraschenden Verdacht. Eine bislang seltene Zeckenart könnte die Krankheit übertragen auf Mensch und Tier. Die Auwaldzecke, die breitet sich in Deutschland massiv aus. Schon gewöhnliche Zecken sind hier gefürchtet, denn sie können vor allem Lyme-Borreliose übertragen. Dagegen gibt es noch keinen Impfstoff. Doch jetzt zeigt Terra Express eine Entdeckung, die endlich zum Durchbruch führen kann. Dass offensichtlicherweise eine Substanz im Wiederkäuer ist, der die Erreger der Lyme-Borreliose abtötet. Rinder und andere Wiederkäuer, die heiße Spur zum Mittel gegen eine wachsende Gefahr durch Zecken. Hallo, hier ist Terra Express. Also wenn man diese ganzen Zeckenwarnungen überall sieht, dann könnte man ja wirklich meinen, man dürfe nur noch im Raumanzug nach draußen. Aber ist diese Zeckenpanik eigentlich gerechtfertigt? Wie gefährlich sind diese kleinen Spinnentierchen und welche Krankheiten übertragen sie eigentlich? Terra Express hat nachgefragt und ein paar ziemlich erstaunliche Antworten bekommen. Angelika Ostermeier arbeitet als Altenpflegerin. Sie mag ihren Job und gibt immer alles, auch wenn ihr die Arbeit körperlich viel abverlangt. In letzter Zeit allerdings fühlt sie sich immer wieder ziemlich schlapp. Ich habe schon gemerkt, dass es mir über einen bestimmten Zeitraum schlechter ging im allgemeinen Körperzustand. Ich habe mich schon gewundert, was mit mir los ist. Ihr erster Verdacht? Eine Grippe ist im Anmarsch. Doch immer häufiger hat sie auch Gelenkschmerzen und Migräne. Sie ignoriert die Symptome mit fatalen Folgen. Da knickten mir mit einmal die Beine weg. Jetzt will sie endlich wissen, was ihr dermaßen zusetzt. Noch im Altenheim lässt sie sich untersuchen. Der Ärztin fällt erstmal nichts Ungewöhnliches auf, bis sie sich Angelikas Oberschenkel ansieht. Und dann sagte sie, Kindchen, was ist das denn? Sie sind von einer Zecke gebissen worden. Die Ärztin hat nur noch eine Hautrötung entdeckt und verschreibt ein Antibiotikum. Wann oder wo Angelika gestochen wurde, weiß sie nicht. Nach der zweiwöchigen Behandlung mit einem Antibiotikum geht es Angelika für kurze Zeit besser. Aber schnell kehren die Symptome zurück. Da die Hausärztin keine Hautrötung mehr sieht, tut sie den Zeckenstich als Nichtigkeit ab. Eine exakte Krankheitsdiagnose gibt es nicht. Es war eine Tortur für mich. Man wird in die Richtung Psychosomatik gedrängt, weil sie sagen, das ist nicht so, das kann nicht so sein. Es war eine furchtbare Zeit für mich. Nichts hilft. Erst einem Orthopäden kommt die Kombination von Gelenkschmerzen in den Knien, Rheuma und Migräne verdächtig vor. Der Arzt ordnet eine Blutuntersuchung an. Angelika beginnt zu hoffen. Endlich wird sie ernst genommen. Und tatsächlich findet der Mediziner den Grund für ihre Qualen. Angelika leidet unter Lyme-Borreliose, benannt nach dem amerikanischen Ort Lyme, wo die Erkrankung zum ersten Mal mit Zecken in Verbindung gebracht wurde. Wie viele Zecken bei uns vom Borreliose-Erreger befallen sind, darüber schwanken die Schätzungen enorm, zwischen 5% und 30%. Das Tückische? Zecken betäuben die Einstichstelle leicht. Deshalb können sie eine ganze Woche lang unbemerkt Blut saugen. Die Lyme-Borreliose-Erreger stecken im Darm des Tieres. Erst wenn sich die Zecke satt gesaugt hat, wandern gefährliche Erreger mit dem Speichel in den Körper des Opfers. Das passiert oft erst nach 24 bis 36 Stunden. Hat man die Zecke vor diesem Zeitpunkt entfernt, besteht keine Gefahr mehr. Angelika wurde zu Beginn zu kurz mit einem Antibiotikum behandelt. Erst jetzt, ein halbes Jahr nach der Infektion, wird sie richtig therapiert. Lebensbedrohliche Folgen, wie bei anderen Patienten, bleiben ihr dadurch erspart. Sie hat also Glück im Unglück. Und das nicht nur gesundheitlich. Ich habe in dieser Zeit meinen Mann kennengelernt. Ja, das war das Beste, was mir passieren konnte in dieser Phase und auch sonst. Gemeinsam gehen die beiden jetzt den Kampf gegen Angelikas Schmerzen an. Nach der ersten Besserung gehen sie gleich den nächsten Schritt auf diesem Weg. Sie verordnen sich einen Tapetenwechsel und wollen in Urlaub fahren. Wir sind in der Stimmung losgefahren, dass wir sozusagen der Krankheit jetzt mal den Rücken kehren und mal uns was Schönes gönnen. Beim Campen in der Natur genießen Angelika und Thomas die gemeinsame Zeit.
bis ein vermeintlicher Mückenstich Thomas quält. Ich guckte dann hin und habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich habe gefragt, was ist das denn? Was hast du denn da? Also ich nahm Mückenstich, dass sie sich das dann genau eben anguckte. Und dann habe ich gesehen, dass das eine völlige Verfärbung war, so wie bei mir mit der Zecke. Hautrötungen sind die einzigen sichtbaren äußeren Anzeichen für Lyme-Borreliose. Aber nicht immer gibt es diese Rötungen, wie sie Angelika an Thomas entdeckt. Sie ist alarmiert, weiß aber nach ihren schlimmen Erfahrungen, was zu tun ist. Thomas muss zum Arzt. Tatsächlich zeigt die Untersuchung, dass er mit Borrelien infiziert ist. Doch für ihn läuft es besser als für seine Frau. Thomas bekommt sofort ein Antibiotikum und er bekommt es lange genug. Das erspart ihm jegliche Krankheitssymptome, auch langfristig. Ich habe keine Beschwerden, also nicht die typischen Beschwerden, Borreliose-Beschwerden, die ich ja nun sehr gut von meiner Frau kenne. Das ist mir alles erspart geblieben, da bin ich auch sehr dankbar für, ja. Viele Menschen tragen den Borreliose-Erreger in sich, ohne es zu wissen. Denn nicht alle haben Symptome wie Angelika. Die Zecke gilt zwar als Übeltäter, aber eigentlich ist sie unschuldig. Denn sie ist in Wahrheit das erste Opfer. Sie fängt sich den Erreger selbst ein, zum Beispiel bei infizierten Nagetieren, an denen sie saugt. Gegen Zecken gibt es noch kein wirksames Mittel, außer in der Natur. Da lebt ein Pilz, der die Zecke befallen kann. Er verträgt keine Kälte. Mildere Winter sind also für die Zecke weniger günstig. Aber die Forscher suchen bislang vergeblich nach etwas Sicherem gegen diese zähen und fruchtbaren Blutsauger. Über 2000 winzige Eier kann eine Zecke legen. Aber auch bei den Eiern hat sich noch kein Angriffspunkt finden lassen. Denn eine besondere, wachsartige Schicht schützt jedes Ei. Da geht so leicht nichts durch. Der Nachwuchs ist gesichert. Die Zecke kann verschiedene Krankheitserreger übertragen. Der gefährlichste löst schlimmstenfalls FSME aus, eine Hirnhautentzündung. Lyme-Borreliose kann man sich in ganz Deutschland einfangen. Die meldepflichtige FSME ist hingegen vor allem in Süddeutschland verbreitet. Zwar werden auch im Norden Betroffene registriert, aber die können sich in Wirklichkeit im Süden infiziert haben. Gegen FSME kann man sich impfen lassen, gegen Lyme-Borreliose noch nicht. Aber auf einmal gibt es eine heiße Spur zu einem Impfstoff. Danja Richter von der Charité Berlin ist mit einem Forscherteam darauf gestoßen, bei ihrer Zeckenforschung, die sie mit Leidenschaft verfolgt. Ich finde Zecken toll, sie sind zäh. Es gibt die schon wahnsinnig lange, viele Millionen Jahre. Die Wissenschaftlerin beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit Zecken, vor allem mit dem gemeinen Holzbock. Sie kennt ihr Forschungsobjekt ziemlich genau. Also hier fühlen sich Zecken wohl, in dem hohen Gras und wo es ein bisschen schattig ist. Das mögen sie gerne. Der gemeine Holzbock springt sein Opfer nicht an. Vielmehr bleibt er im Vorbeistreifen einfach an ihm hängen. Für Danja Richter ist das ganz praktisch. In nur 30 Minuten gehen ihr 70 Tiere ins Netz. Bei einer Untersuchung in Süddeutschland haben die Zeckenforscher aus Berlin zunächst eine erstaunliche Beobachtung gemacht. Offenbar verlieren die Zecken durch den Kontakt mit Wiederkäuern den gefährlichen Lyme-Borreliose-Erreger. Ob diese These deutschlandweit Bestand hat, will Danja Richter nun prüfen, wie auf dieser Rinderweide. Auch hier wird die Zeckenkennerin schnell fündig. Man fängt dann irgendwann an, auch wie eine Zecke zu denken. Hat ein Gefühl dafür, wo die Zecke gerne auf Wirte lauert. Die Ausbeute auf der abgegrasten Weide, 14 Stück in 60 Minuten. Mit den eingesammelten Zecken geht's ab ins Labor. Hier untersucht Danja Richter die Tiere unterschiedlicher Herkunft auf Lyme-Borreliose-Erreger. Dafür entfernt sie den Mitteldarm der Zecken, denn dort lauert der gefährliche Erreger. Zuerst nimmt sie die Zecken von der einfachen Wiese unter die Lupe. Unter dem Dunkelfeldmikroskop werden die schraubenförmigen Erreger sichtbar. So sehen sie aus. Und bei dieser Sammlung trägt jede dritte Zecke Borrelien in sich.
Wenn bei der zweiten Sammlung weniger Zecken den gefährlichen Erreger in sich tragen, wäre ihre Theorie gestützt, denn die stammt von der Rinderweide. Und tatsächlich, von 14 Zecken ist nur eine infiziert. Ein enormer Unterschied. Wir konnten jetzt zeigen, dass offensichtlicherweise eine Substanz im Wiederkäuer ist, der die Erreger der Leimborreliose abtötet. Ein bisher unbekannter Stoff. Wenn uns gelingt, diese Substanz zu identifizieren, dann könnten wir vielleicht einen Impfstoff entwickeln, der uns gegen die Leimborreliose schützt. Damit ließe sich der größten Gefahr begegnen, die von Zecken ausgeht. Die übrigens wieder loszuwerden, ist nicht so einfach. Wenn man sie zum Beispiel in der Kleidung mit nach Hause bringt. Labortests haben gezeigt, dass Zecken, die bei 30 Grad mitgewaschen werden, problemlos überleben. Besser sind die Chancen bei über 60 Grad oder im Wäschetrockner. Auch der Versuch, die Zecken im Gefrierfach kalt zu machen, ist den Forschern missglückt. Viele Zecken überstehen Temperaturen von bis zu minus 13 Grad. Die Blutsauger im Aquarium oder in der Toilette zu versenken, ist auch nicht erfolgversprechend. Bei wissenschaftlichen Tests überlebten die Tiere unter Wasser bis zu 3 Wochen. Tja, eine todsichere Lösung wäre es, die Zecke auf den Mond zu schießen. Denn sie braucht zum Leben Sauerstoff und Wasser. Beides gibt es da oben nicht. Hier auf der Erde wäre nur die Hammermethode todsicher. Umso dringender ist es, dass es Danja Richter und dem Team um Franz-Rainer Matuschka gelingt, den Wiederkäuern ihr Geheimnis zu entlocken. Das Borreliose-Problem könnte also vielleicht bald gelöst werden. Allerdings lauert im Unterholz schon eine neue Gefahr. Ein anderer Blutsauger. Und der muss noch nicht mal zustechen, um Ärger zu machen. 2003. Eine mysteriöse Krankheit alarmiert Mediziner. Es waren außergewöhnlich viele junge Leute befallen, die sonst eigentlich mit sowas nur selten im Krankenhaus ankommen. Als wäre im westfälischen Soest eine Epidemie ausgebrochen. Man kam ins Krankenhaus, fühlte sich unheimlich elend und kam dann auf eine Station, wo das Pflegepersonal rumlief mit Hauben, mit Mundschutz, mit Gummihandschuhen, doppelten Kitteln. Und man wusste gar nicht, in welcher Welt man sich da befand. Täglich kommen neue Infizierte dazu. Ein Fall für das Gesundheitsamt. Die Mitarbeiter befragen alle. Gab es Auslandsreisen, Kontakt zu Haustieren, Besuch von Großveranstaltungen? Längere Befragungen, länger als 5 Minuten war es teilweise nicht möglich durchzuführen. Die Leute waren schwitzend, klitschnass im Bett und schwerstkrank. Zum Ermittlerteam gehört auch Biologe Thorsten Nauke. Schließlich fällt bei den Infizierten eine Übereinstimmung auf. Alle Erkrankten waren auf einem Bauernmarkt im Nachbarort. Auf diesem Bauernmarkt wurden lammende Schafe ausgestellt im Rahmen eines Streichelzoos. Und dann wurde eigentlich klar, dass die eigentliche Quelle dieser Erkrankung immer noch unbekannt irgendwie auf diesem Bauernmarkt stattgefunden haben muss. Gerade beim Geburtsprozess von Schafen gelangen Keime in die Umwelt. Auch die Erreger des sogenannten Kuhfiebers. Der Buchstabe Q steht für das englische Wort query, zu Deutsch fraglich. Denn lange Zeit kannte niemand die Ursache des Fiebers. Die Symptome der Krankheit passen nach Soest. Naukes Kollege, Professor Peter Kimmich, ist Spezialist für Kuhfieber. Ihn interessiert vor allem, woher die Krankheit kommt. Denn wer den Erreger in sich tragen kann, weiß der Wissenschaftler. Buntzecken. Dass die Zecken den Kuhfiebererreger auf die Schafe übertragen und weiterverbreiten können, das steht fest. Doch nicht die Stiche der Zecken sind bedrohlich, sondern vielmehr ihre Hinterlassenschaft im Fell des Schafs. Was man hier sieht, ist ein Schafvlies und diese schwarzen Brösel, das ist Zeckenkot. Und dieser Zeckenkot kann, wenn er austrocknet, extrem gefährlich sein. Denn wenn er diese Kuhfiebererreger enthält, dann können diese ausgetrockneten Erreger mit dem Wind über hunderte von Metern transportiert und zur Infektion des Menschen führen. Auch das passt genau zum Fall Soest. Denn die meisten Infizierten haben sich in einer Schneise aufgehalten, die genau in der Windrichtung vom Schafsgatter lag. Dort haben sie den Erreger vermutlich eingeatmet, der beim Lammen oder durch Zeckenkot in die Umwelt gelangte. In Soest geht zum Glück alles gut aus.
Alle 299 Erkrankten werden wieder gesund. Doch eines macht Peter Kimmich stutzig: der Ausbruchsort. Soest ist eine Gegend, bei der das Kuhfieber bisher gar nicht bekannt war. Und auch nicht die Buntzecke, die den Erreger übertragen kann. Denn die sei nur in Süddeutschland zu Hause. Ist sie etwa auf dem Vormarsch Richtung Norden? Thorsten Nauke will das herausfinden. Im Siebengebirge, nördlich des eigentlichen Verbreitungsgebietes, lässt er nach ihr fahnden. Sein Lockvogel, der Hund seiner Kollegin. Und tatsächlich. Eine Zecke saugt sich an ihm voll. Eine Buntzecke. Es gibt sie also inzwischen auch bei Bonn. Doch die Frage bleibt: Wie weit ist der vermutliche Träger des Erregers, die Buntzecke, inzwischen nach Norden gewandert? Und war der Fund im Siebengebirge nur ein Einzelfall? Bisher wurden Buntzecken oberhalb von Süddeutschland nicht gesichtet. Und flächendeckende Untersuchungen zur Ausbreitung der gefährlichen Zecke gibt es keine. Thorsten Nauke sieht hier dringenden Bedarf. Und er hat eine clevere Idee. Also dachten wir uns, lassen wir doch mal die gesamte Bevölkerung wissen, dass wir diese Zecke suchen. Er startet einen Aufruf, vor allem bei Hundebesitzern. Denn der beste Freund des Menschen ist ein schnelles Opfer für die Zecken. Jetzt wird er zum Helfer der Wissenschaft, indem er die Zecken sammelt. Der Halter muss sie nur noch einschicken. Tatsächlich folgen viele Menschen Naukes Aufruf. Sie schicken ihm ihre Buntzecken. Der Forscher trägt die Fundorte auf einer Karte ein. Ständig kommen neue hinzu. Womit der Biologe selbst nicht gerechnet hätte: die Resonanz ist überwältigend. Immer mehr Buntzecken landen auf seinem Schreibtisch. Seine Zeckenkarte wird voller und voller. Und bis zum heutigen Tage haben wir über 10.000 Exemplare eingesendet bekommen und kartiert. Es sind zwei verschiedene Buntzeckenarten, die Nauke unter den eingesendeten Exemplaren findet. Die Auwaldzecke und die Schafzecke. Nur die Schafzecke ist bislang als Träger des Kuhfiebers bekannt. Doch die Sammelaktion bringt noch ein weiteres aufschlussreiches Ergebnis. Die gefährliche Schafzecke ist offensichtlich nach wie vor nur im Süden Deutschlands zu Hause. Für Kuhfieberfälle wie die in Soest kann sie also kaum verantwortlich sein. Stattdessen scheint die andere Zeckenart, die Auwaldzecke, auf dem Vormarsch zu sein. Gerade hat Thorsten Nauke eine Probe aus Hessen bekommen. Es sind Auwaldzecken, die man bislang nur an der Grenze zu Polen wähnte. Diese früher bei uns weitgehend unbekannte Buntzeckenart kommt ursprünglich aus Osteuropa. Inzwischen ist sie auch in Brandenburg zu Hause, aber schon nicht mehr nur dort. Die Auwaldzecke, die breitet sich in Deutschland massiv aus. Und auch hier in Frankfurt, nahe des Flughafens, haben wir einen Standort gefunden, wo diese Auwaldzecke anzutreffen ist. Dass auch diese Buntzeckenart den gefährlichen Kuhfiebererreger übertragen kann, das vermutet Thorsten Nauke stark. Eindeutig erwiesen ist es vorerst noch nicht. Wie um seine Theorie zu unterstreichen, bricht in Hessen 2011 das Kuhfieber aus. Und zwar nicht zum ersten Mal. Wieder sind Schafe im Spiel und wieder reicht der Wind aus, um die Menschen zu infizieren. Im Mai 2012 ein neuer Fall, wieder in Hessen, in der Nähe von Gießen. Rund 20 Menschen erkranken. Thorsten Nauke untersucht Schafe im Umfeld des aktuellen Ausbruchsorts auf die verdächtige Auwaldzecke, die vielleicht den gefährlichen Kuhfiebererreger in sich tragen könnte. Doch bei dieser Schafherde wird er erstmal nicht fündig. Nur ein gemeiner Holzbock saugt sich am Schaf satt. Dennoch fügt sich bei Thorsten Nauke langsam ein Indiz zum anderen. Seine Sammelaktion bestätigt immer deutlicher, dass die Auwaldzecke längst nicht mehr nur im Osten der Republik zu Hause ist und dass sie sich immer mehr Richtung Westen und Süden ausbreitet. Das Resultat ist, dass wir bis auf eine Entfernung von 200-300 Kilometern von Nord- und Ostsee landeinwärts diese Zecke in ganz Deutschland finden. Was den Forscher zusätzlich beunruhigt: immer häufiger tritt das Kuhfieber auch in Gegenden auf, in denen die im Süden lebende Schafzecke nicht zu Hause ist. Die Auwaldzecke aber inzwischen schon. Sollte sich der Zusammenhang erhärten, wäre das fatal. Wegen des Vormarsches der Auwaldzecke. Ich denke, dass wir in der nächsten Zukunft auch mit mehr Kuhfieberfällen hier in Deutschland rechnen müssen. Und dann wird sich wohl die Forschung mehr darum kümmern, was die Auwaldzecke da so treibt.
Na, das wird aber noch ein bisschen dauern, bis die das wirklich im Griff haben. Alles nur Routine, dachten auch ein paar Feuerwehrleute, als sie zum Einsatz in den Wald ausrückten. Aber dort stießen sie dann auf einen Gegner, mit dem sie wirklich nicht gerechnet hatten. Schmetterlingsraupen, die sich in Deutschland schlagartig ausbreiten. Ein eigentlich harmloser Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr im brandenburgischen Tyrol. In der Nacht ist ein Sturm übers Land gefegt. Die Schäden müssen jetzt schnell beseitigt werden. Am Waldrand sind Äste einer Eiche auf die Landstraße gekracht. Zum Glück ist hier noch kein Autofahrer reingefahren, denn das hätte schlimme Folgen haben können. Feuerwehrmann Steffen Hübner und seine Kameraden müssen den Eichenast deshalb so schnell wie möglich entfernen. Für die Männer ist das eigentlich Routine. Der Einsatz war sehr kurz. Der dauerte vielleicht 10, 15 Minuten. Wir sind zurückgefahren zur Wache. Es war früher Nachmittag. Jeder freute sich darauf, wieder nach Hause und zur Familie zu kommen. Doch die Freude hält nicht lange an. Denn zurück in der Feuerwache entdeckt Steffen Hübner, dass sein Körper über und über mit einem roten, juckenden Ausschlag bedeckt ist. Es waren rote Pusteln wie kleine Pickelchen. Und die haben sich bei mir komplett am ganzen Oberschenkel, Innenseite, Außenseite bis hin zu den Unterschenkeln ausgebreitet. Es schien irgendwas zu sein, was deutlich stärker ist als normal. Steffen Hübner ist nicht der Einzige, den es erwischt hat. An diesem Abend steht das Telefon auf der Wache nicht mehr still. Die gesamte Einheit ist betroffen. Unruhe breitet sich aus, denn alle leiden unter extremem Juckreiz und einem Ausschlag auf dem kompletten Körper. Aber es kommt noch schlimmer. Einer der Feuerwehrmänner kriegt plötzlich keine Luft mehr. Er muss sofort in die Notaufnahme. Etwas Rätselhaftes scheint die gesamte Feuerwehrtruppe schachmatt gesetzt zu haben. Ich konnte es mir absolut nicht erklären. Die Vermutung lag näher und näher, dass es mit diesem Einsatz, mit diesem Wald zu tun hatte. Und tatsächlich lauert hier die Ursache für das Übel. Das Tückische? Der Auslöser ist nahezu unsichtbar. Es sind winzige, feine Härchen, die unbemerkt durch die Luft auf die Feuerwehrleute herabrieseln. Sie sind kleiner als 1 Millimeter und gelangen so selbst in winzige Ritzen der Feuerwehrausrüstung. Es sind die Härchen einer Raupe. Daraus wird nach kurzer Puppenzeit Ende Juni ein Schmetterling, der Eichenprozessionsspinner. In regelrechten Prozessionsmärschen von bis zu 10 Metern machen sie sich an Eichen auf Nahrungssuche. Das alarmiert die Biologin Katrin Möller, die für den Waldschutz in Brandenburg zuständig ist. Es ist ein doppeltes Problem. Wenn sie Blätter fressen, schädigen sie die Eichen und die Härchen gefährden den Menschen. Die Leute, die hier wohnen, die haben natürlich nicht so das Problem, dass sie, wenn sie draußen unterwegs sind, von diesen Haaren konfrontiert sind, sondern man kann nicht mal mehr seine Wäsche draußen trocknen, weil dann natürlich auch die Wäsche voll von diesen Haaren ist. Und diese Haare haben es in sich, denn sie enthalten ein Nesselgift. Eigentlich soll es die Raupe vor ihren natürlichen Feinden schützen. Deshalb sind die Tiere auch regelrecht mit den giftigen Härchen übersät. Jede Raupe trägt 6-mal so viele davon auf dem Körper, wie der Mensch Haare auf dem Kopf hat. Und auf einer einzigen Eiche können mehr als 20.000 Raupen sitzen. Die häuten sich 5-mal. Die giftigen Haare werden dabei mehr und länger. Die Gefahr, die dadurch für Mensch und Wald entsteht, ist zu groß. In Brandenburg greifen Förster und Kommunen zur biologischen Waffe, einem Bakterium. Voraussetzung für den Erfolg? Wir brauchen also keinen Regen die nächste Zeit und dann muss ein bisschen wärmer werden, damit die Bakterien so richtig in Fahrt kommen und die Raupen dann auch zum Absterben bringen. Regen würde die Mixtur von den Baumkronen spülen, aber genau da muss sie hin, denn dort frisst sich die Raupe satt. Und der Eichenprozessionsspinner ist wählerisch, er frisst eben nur Eichenblätter. Eine Herausforderung für die Piloten. Wenn das solche Parkanlagen sind und ich weiß oder ich sehe, dort sind bloß 5 Eichen drin, befliege ich nicht die ganze Fläche. Deshalb versuchen wir ganz konkret die Eichen nur zu treffen. Das Wetter hält. Die Operation Raupenstopp kann starten. 250 Hektar Waldfläche liegen unter den beiden Helikoptern. Über 20.000 Eichen gibt es hier, die die Piloten bei ihrem Einsatz finden müssen. Sie zu erkennen, ist aus der Höhe nicht einfach. Deshalb helfen GPS-Geräte. Haben die Piloten die Eichen geortet, sprühen sie los.
Der enorme Aufwand hat sich gelohnt. Dem Team ist es in diesem Jahr gelungen, einen Großteil der Raupen zu vernichten, bevor sie die giftigen Haare in Massen verstreuen können. In dicht bebauten Gebieten ist ein solcher Großeinsatz per Helikopter nicht möglich. Doch der Eichenprozessionsspinner breitet sich wegen des immer milderen Klimas weiter aus, auch in Städten. Ein Fall für Schädlingsbekämpfer Andrei Szymanowski und seine Kollegen. Sie arbeiten überwiegend in Wohngebieten und bekämpfen hier die Raupen mit den giftigen Haaren. Es geht wirklich darum, die Personen, die Kontakt haben könnten, davor zu schützen, dass halt keine Krankheiten ausgelöst werden. Dazu müssen sie jeden Baum vom Boden aus besprühen. Das Mittel, das sie verwenden, trifft den Schädling gezielt. In anderen Regionen wird auch aggressiveres versprüht. Der Bakteriensud hingegen gilt als harmlos für andere Lebewesen. 3 bis 4 Minuten brauchen die Männer pro Eiche. Ein enormer Aufwand. Schließlich muss das Team jeden Baum einzeln von den Raupen befreien. Eine mühsame Arbeit. Wir können jetzt nicht flächendeckend den gesamten Bereich Berlin und Brandenburg behandeln oder deutschlandweit, sondern wirklich nur bestimmte Bereiche, wo halt wirklich akute Gefahr für die Personen ausgeht. Doch was tun, wenn sich die gefährliche Raupe im heimischen Garten eingenistet hat? Abfackeln heißt bisher häufig die Devise. Aber das ist höchst gefährlich, denn dabei werden die feinen Härchen noch weiter in der Luft verteilt. Nur Profis können hier weiterhelfen, denn nur die haben die nötigen Geräte, um die feinen Härchen richtig zu bekämpfen. Mit einem leistungsstarken Industriesauger werden sie der Plage Herr. Der Feuerwehrmann aus Tyro hat die feinen Härchen beim Einsatz eingeatmet. Das Gift hat in seiner Lunge einen schweren Asthmaanfall ausgelöst. Doch er hat Glück. Im Krankenhaus kann er dank hochdosiertem Cortison gerettet werden. Trotzdem, der Schock sitzt tief bei den Männern. Insgesamt ist es wirklich eigentlich erschreckend, wie dieses kleine Wesen, so unscheinbar wie es ist, natürlich dem Menschen allgemein so stark zusetzen kann. Und einen Feuerwehrmann für eine ganze Woche in die Knie zwingt. Danach ist der Spuk für ihn und seine Mannschaft aber noch nicht vorbei. Diese Haare, diese Härchen dieser kleinen Raupe, die schwirbeln natürlich überall auf der Wache rum. Das heißt, die Wache war in dem Moment kontaminiert. Zu allem Überfluss sind die Haare des Eichenprozessionsspinners mit Widerhaken versetzt. Und das heißt, Millionen kleiner Härchen haften an Einsatzwagen und der Ausrüstung fest. Und selbst nach Jahren sind sie noch giftig. Alles, was mit den Härchen in Berührung kam, muss von einer Spezialeinheit aufwendig gereinigt, also dekontaminiert werden. Und die größte Freude für uns war natürlich, als unsere Wache nach 3 Wochen endlich wieder freigegeben wurde und auch wir wieder aktiv werden konnten. Doch von ihrer alten Arbeitskleidung müssen Steffen Hübner und seine Kameraden Abschied nehmen. Sie wandert in den Sondermüll. Tja, wenn man die Härchen dieser Schmetterlingsraupen erstmal in den Klamotten hängt, bleibt eigentlich nur noch eins. Ab ins Feuer. Ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit, ganz ohne nerviges Ungeziefer. Und ach ja, Sie können sich unsere Beiträge natürlich nochmal angucken. Ganz entspannt im Internet auf unserer Website. Tschüss. Mega übertragen kann, das vermutet Thorsten Nauke stark. Eindeutig erwiesen ist es vorerst noch nicht. Wie um seine Theorie zu unterstreichen, bricht in Hessen 2011 das Kuhfieber aus. Und zwar nicht zum ersten Mal. Wieder sind Schafe im Spiel und wieder reicht der Wind aus, um die Menschen zu infizieren. Im Mai 2012 ein neuer Fall, wieder in Hessen, in der Nähe von Gießen. Rund 20 Menschen erkranken. Thorsten Nauke untersucht Schafe im Umfeld des aktuellen Ausbruchsorts auf die verdächtige Auwaldzecke, die vielleicht den gefährlichen Kuhfiebererreger in sich tragen könnte. Doch bei dieser Schafherde wird er erstmal nicht fündig. Nur ein gemeiner Holzbock saugt sich am Schaf satt. Dennoch fügt sich bei Thorsten Nauke langsam ein Indiz zum anderen. Seine Sammelaktion bestätigt immer deutlicher, dass die Auwaldzecke längst nicht mehr nur im Osten der Republik zu Hause ist und dass sie sich immer mehr Richtung Westen und Süden ausbreitet.
Das Resultat ist, dass wir bis auf eine Entfernung von 200-300 Kilometern von Nord- und Ostsee landeinwärts diese Zecke in ganz Deutschland finden. Was den Forscher zusätzlich beunruhigt: immer häufiger tritt das Kuhfieber auch in Gegenden auf, in denen die im Süden lebende Schafzecke nicht zu Hause ist. Die Auwaldzecke aber inzwischen schon. Sollte sich der Zusammenhang erhärten, wäre das fatal. Wegen des Vormarsches der Auwaldzecke. Ich denke, dass wir in der nächsten Zukunft auch mit mehr Kuhfieberfällen hier in Deutschland rechnen müssen. Und dann wird sich wohl die Forschung mehr darum kümmern, was die Auwaldzecke da so treibt. Na, das wird aber noch ein bisschen dauern, bis die das wirklich im Griff haben. Alles nur Routine, dachten auch ein paar Feuerwehrleute, als sie zum Einsatz in den Wald ausrückten. Aber dort stießen sie dann auf einen Gegner, mit dem sie wirklich nicht gerechnet hatten. Schmetterlingsraupen, die sich in Deutschland schlagartig ausbreiten. Ein eigentlich harmloser Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr im brandenburgischen Tyrol. In der Nacht ist ein Sturm übers Land gefegt. Die Schäden müssen jetzt schnell beseitigt werden. Am Waldrand sind Äste einer Eiche auf die Landstraße gekracht. Zum Glück ist hier noch kein Autofahrer reingefahren, denn das hätte schlimme Folgen haben können. Feuerwehrmann Steffen Hübner und seine Kameraden müssen den Eichenast deshalb so schnell wie möglich entfernen. Für die Männer ist das eigentlich Routine. Der Einsatz war sehr kurz. Der dauerte vielleicht 10, 15 Minuten. Wir sind zurückgefahren zur Wache. Es war früher Nachmittag. Jeder freute sich darauf, wieder nach Hause und zur Familie zu kommen. Doch die Freude hält nicht lange. Tatsächlich findet der Mediziner den Grund für ihre Qualen. Angelika leidet unter Lyme-Borreliose, benannt nach dem amerikanischen Ort Lyme, wo die Erkrankung zum ersten Mal mit Zecken in Verbindung gebracht wurde. Wie viele Zecken bei uns vom Borreliose-Erreger befallen sind, darüber schwanken die Schätzungen enorm, zwischen 5% und 30%. Das Tückische: Zecken betäuben die Einstichstelle leicht. Deshalb können sie eine ganze Woche lang unbemerkt Blut saugen. Die Lyme-Borreliose-Erreger stecken im Darm des Tieres. Erst wenn sich die Zecke satt gesaugt hat, wandern gefährliche Erreger mit dem Speichel in den Körper des Opfers. Das passiert oft erst nach 24 bis 36 Stunden. Hat man die Zecke vor diesem Zeitpunkt entfernt, besteht keine Gefahr mehr. Angelika wurde zu Beginn zu kurz mit einem Antibiotikum behandelt. Erst jetzt, ein halbes Jahr nach der Infektion, wird sie richtig therapiert. Lebensbedrohliche Folgen, wie bei anderen Patienten, bleiben ihr dadurch erspart. Sie hat also Glück im Unglück. Und das nicht nur gesundheitlich. Ich habe in dieser Zeit meinen Mann kennengelernt. Ja, das war das Beste, was mir passieren konnte in dieser Phase und auch sonst. Gemeinsam gehen die beiden jetzt den Kampf gegen Angelikas Schmerzen an. Nach der ersten Besserung gehen sie gleich den nächsten Schritt auf diesem Weg. Sie verordnen sich einen Tapetenwechsel und wollen in Urlaub fahren. Wir sind in der Stimmung losgefahren, dass wir sozusagen der Krankheit jetzt mal den Rücken kehren und mal uns was Schönes gönnen. Beim Campen in der Natur genießen Angelika und Thomas die gemeinsame Zeit, bis ein vermeintlicher Mückenstich Thomas quält. Ich guckte dann hin und habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich habe gefragt, was ist das denn? Was hast du denn da? Also ich nahm einen Mückenstich, dass sie sich das dann genau eben anguckte. Und dann habe ich gesehen, dass das eine völlige Verfärbung so war, so wie bei mir mit der Zecke. Hautrötungen sind die einzigen sichtbaren äußeren Anzeichen für Lyme-Borreliose. Aber nicht immer gibt es diese Rötungen, wie sie Angelika an Thomas entdeckt. Sie ist alarmiert, weiß aber nach ihren schlimmen Erfahrungen, was zu tun ist. Thomas muss zum Arzt. Tatsächlich zeigt die Untersuchung, dass er mit Borrelien infiziert ist. Doch für ihn läuft es besser als für seine Frau. Thomas bekommt sofort ein Antibiotikum und er bekommt es lange genug. Das erspart ihm jegliche Krankheitssymptome, auch langfristig.
plötzliche Masseneinlieferung ins Krankenhaus. Es waren außergewöhnlich viele junge Leute befallen. Die Suche nach den Ursachen führt zu einem überraschenden Verdacht. Eine bislang seltene Zeckenart könnte die Krankheit übertragen auf Mensch und Tier. Die Auwaldzecke, die breitet sich in Deutschland massiv aus. Schon gewöhnliche Zecken sind hier gefürchtet, denn sie können vor allem Lyme-Borreliose übertragen. Dagegen gibt es noch keinen Impfstoff. Doch jetzt zeigt Terra Express eine Entdeckung, die endlich zum Durchbruch führen kann. Dass offensichtlicherweise eine Substanz im Wiederkäuer ist, der die Erreger der Lyme-Borreliose abtötet. Rinder und andere Wiederkäuer, die heiße Spur zum Mittel gegen eine wachsende Gefahr durch Zecken. Hallo, hier ist Terra Express. Also wenn man diese ganzen Zeckenwarnungen überall sieht, dann könnte man ja wirklich meinen, man dürfe nur noch im Raumanzug nach draußen. Aber ist diese Zeckenpanik eigentlich gerechtfertigt? Wie gefährlich sind diese kleinen Spinnentierchen und welche Krankheiten übertragen sie eigentlich? Terra Express hat nachgefragt und ein paar ziemlich erstaunliche Antworten bekommen. Angelika Ostermeier arbeitet als Altenpflegerin. Sie mag ihren Job und gibt immer alles, auch wenn ihr die Arbeit körperlich viel abverlangt. In letzter Zeit allerdings fühlt sie sich immer wieder ziemlich schlapp. Ich habe schon gemerkt, dass es mir über einen bestimmten Zeitraum schlechter ging im allgemeinen Körperzustand. Ich habe mich schon gewundert, was mit mir los ist. Ihr erster Verdacht? Eine Grippe ist im Anmarsch. Doch immer häufiger hat sie auch Gelenkschmerzen und Migräne. Sie ignoriert die Symptome mit fatalen Folgen. Da knickten mir mit einmal die Beine weg. Jetzt will sie endlich wissen, was ihr dermaßen zusetzt. Noch im Altenheim lässt sie sich untersuchen. Der Ärztin fällt erstmal nichts Ungewöhnliches auf, bis sie sich Angelikas Oberschenkel ansieht. Und dann sagte sie, Kindchen, was ist das denn? Sie sind von einer Zecke gebissen worden. Die Ärztin hat nur noch eine Hautrötung entdeckt und verschreibt ein Antibiotikum. Wann oder wo Angelika gestochen wurde, weiß sie nicht. Nach der zweiwöchigen Behandlung mit einem Antibiotikum geht es Angelika für kurze Zeit besser. Aber schnell kehren die Symptome zurück. Da die Hausärztin keine Hautrötung mehr sieht, tut sie den Zeckenstich als Nichtigkeit ab. Eine exakte Krankheitsdiagnose gibt es nicht. Es war eine Tortur für mich. Man wird in die Richtung Psychosomatik gedrängt, weil sie sagen, das ist nicht so, das kann nicht so sein. Es war eine furchtbare Zeit für mich. Nichts hilft. Erst einem Orthopäden 14 Stück in 60 Minuten. Mit den eingesammelten Zecken geht's ab ins Labor. Hier untersucht Dania Richter die Tiere unterschiedlicher Herkunft auf Lyme-Borreliose-Erreger. Dafür entfernt sie den Mitteldarm der Zecken, denn dort lauert der gefährliche Erreger. Zuerst nimmt sie die Zecken von der einfachen Wiese unter die Lupe. Unter dem Dunkelfeldmikroskop werden die schraubenförmigen Erreger sichtbar. So sehen sie aus. Und bei dieser Sammlung trägt jede dritte Zecke Borrelien in sich. Wenn bei der zweiten Sammlung weniger Zecken den gefährlichen Erreger in sich tragen, wäre ihre Theorie gestützt, denn die stammt von der Rinderweide. Und tatsächlich, von 14 Zecken ist nur eine infiziert. Ein enormer Unterschied. Wir konnten jetzt zeigen, dass offensichtlicherweise eine Substanz im Wiederkäuer ist, der die Erreger der Lyme-Borreliose abtötet. Ein bisher unbekannter Stoff. Wenn uns gelingt, diese Substanz zu identifizieren, dann könnten wir vielleicht einen Impfstoff entwickeln, der uns gegen die Lyme-Borreliose schützt. Damit ließe sich der größten Gefahr begegnen, die von Zecken ausgeht. Die übrigens wieder loszuwerden, ist nicht so einfach, wenn man sie zum Beispiel in der Kleidung mit nach Hause bringt. Labortests haben gezeigt, dass Zecken, die bei 30 Grad mitgewaschen werden, problemlos überleben. Besser sind die Chancen bei über 60 Grad oder im Wäschetrockner. Auch der Versuch, die Zecken im Gefrierfach kalt zu machen, ist den Forschern missglückt. Viele Zecken überstehen Temperaturen von bis zu minus 13 Grad. Die Blutsauger im Aquarium oder in der Toilette zu versenken, ist auch nicht erfolgversprechend. Bei wissenschaftlichen Tests überlebten die Tiere unter Wasser bis zu 3 Wochen.
Tja, eine todsichere Lösung wäre es, die Zecke auf den Mond zu schießen. Denn sie braucht zum Leben Sauerstoff und Wasser. Beides gibt es da oben nicht. Hier auf der Erde wäre nur die Hammermethode todsicher. Umso dringender ist es, dass es Danja Richter und dem Team um Franz Rainer Matuschka gelingt, den Wiederkäuern ihr Geheimnis zu entlocken. Das Borreliose-Problem könnte also vielleicht bald gelöst werden. Allerdings lauert im Unterholz schon eine neue Gefahr. Ein anderer Blutsauger. Und der muss noch nicht mal zustechen, um Ärger zu machen. 2003. Eine mysteriöse Krankheit alarmiert Mediziner. Es waren außergewöhnlich viele junge Leute befallen, die sonst eigentlich mit... selbst nicht gerechnet hätte. Die Resonanz ist überwältigend. Immer mehr Buntzecken landen auf seinem Schreibtisch. Seine Zeckenkarte wird voller und voller. Und bis zum heutigen Tage haben wir über 10.000 Exemplare eingesendet bekommen und kartiert. Es sind zwei verschiedene Buntzeckenarten, die Nauke unter den eingesendeten Exemplaren findet. Die Auwaldzecke und die Schafzecke. Nur die Schafzecke ist bislang als Träger des Kuhfiebers bekannt. Doch die Sammelaktion bringt noch ein weiteres aufschlussreiches Ergebnis. Die gefährliche Schafzecke ist offensichtlich nach wie vor nur im Süden Deutschlands zu Hause. Für Kuhfieberfälle wie die in Soest kann sie also kaum verantwortlich sein. Stattdessen scheint die andere Zeckenart, die Auwaldzecke, auf dem Vormarsch zu sein. Gerade hat Thorsten Nauke eine Probe aus Hessen bekommen. Es sind Auwaldzecken, die man bislang nur an der Grenze zu Polen wähnte. Diese früher bei uns weitgehend unbekannte Buntzeckenart kommt ursprünglich aus Osteuropa. Inzwischen ist sie auch in Brandenburg zu Hause, aber schon nicht mehr nur dort. Die Auwaldzecke, die breitet sich in Deutschland massiv aus. Und auch hier in Frankfurt, nahe des Flughafens, haben wir einen Standort gefunden, wo diese Auwaldzecke anzutreffen ist. Dass auch diese Buntzeckenart den gefährlichen Kuhfiebererreger übertragen kann, das vermutet Thorsten Nauke stark. Eindeutig erwiesen ist es vorerst noch nicht. Wie um seine Theorie zu unterstreichen, bricht in Hessen 2011 das Kuhfieber aus. Und zwar nicht zum ersten Mal. Wieder sind Schafe im Spiel und wieder reicht der Wind aus, um die Menschen zu infizieren. Im Mai 2012 ein neuer Fall, wieder in Hessen, in der Nähe von Gießen. Rund 20 Menschen erkranken. Thorsten Nauke untersucht Schafe im Umfeld des aktuellen Ausbruchsorts auf die verdächtige Auwaldzecke, die vielleicht den gefährlichen Kuhfiebererreger in sich tragen könnte. Doch bei dieser Schafherde wird er erstmal nicht fündig. Nur ein gemeiner Holzbock saugt sich am Schaf satt. Dennoch fügt sich bei Thorsten Nauke langsam ein Indiz zum anderen. Seine Sammelaktion bestätigt immer deutlicher, dass die Auwaldzecke längst nicht mehr nur im Osten der Republik zu Hause ist und dass sie sich immer mehr Richtung Westen und Süden ausbreitet. Das Resultat ist, dass wir bis auf eine Entfernung von 200-300 Kilometern von Nord- und Ostsee landeinwärts diese Zecke in ganz Deutschland finden. Was den Forscher zusätzlich beunruhigt: immer häufiger tritt das Kuhfieber auch in Gegenden auf, in denen die im Süden lebende Schafzecke nicht zu Hause ist. Die Auwaldzecke, ganz konkret die Eichenuhr zu treffen. Das Wetter hält, die Operation Raupenstopp kann starten. 250 Hektar Waldfläche liegen unter den beiden Helikoptern. Über 20.000 Eichen gibt es hier, die die Piloten bei ihrem Einsatz finden müssen. Sie zu erkennen, ist aus der Höhe nicht einfach. Deshalb helfen GPS-Geräte. Haben die Piloten die Eichen geortet, sprühen sie los. Der enorme Aufwand hat sich gelohnt. Dem Team ist es in diesem Jahr gelungen, einen Großteil der Raupen zu vernichten, bevor sie die giftigen Haare in Massen verstreuen können. In dicht bebauten Gebieten ist ein solcher Großeinsatz per Helikopter nicht möglich. Doch der Eichenprozessionsspinner breitet sich wegen des immer milderen Klimas weiter aus, auch in Städten. Ein Fall für Schädlingsbekämpfer André Szymanowski und seine Kollegen. Sie arbeiten überwiegend in Wohngebieten,
und bekämpfen hier die Raupen mit den giftigen Haaren. Es geht wirklich darum, die Personen, die Kontakt haben könnten, davor zu schützen, dass halt keine Krankheiten ausgelöst werden. Dazu müssen sie jeden Baum vom Boden aus besprühen. Das Mittel, das sie verwenden, trifft den Schädling gezielt. In anderen Regionen wird auch aggressiveres versprüht. Der Bakteriensud hingegen gilt als harmlos für andere Lebewesen. 3 bis 4 Minuten brauchen die Männer pro Eiche. Ein enormer Aufwand. Schließlich muss das Team jeden Baum einzeln von den Raupen befreien. Eine mühsame Arbeit. Wir können jetzt nicht flächendeckend den gesamten Bereich Berlin und Brandenburg behandeln oder deutschlandweit, sondern wirklich nur bestimmte Bereiche, wo halt wirklich akute Gefahr für die Personen ausgeht. Doch was tun, wenn sich die gefährliche Raupe im heimischen Garten eingenistet hat? Abfackeln heißt bisher häufig die Devise. Aber das ist höchst gefährlich, denn dabei werden die feinen Härchen noch weiter in der Luft verteilt. Nur Profis können hier weiterhelfen, denn nur die haben die nötigen Geräte, um die feinen Härchen richtig zu bekämpfen. Mit einem leistungsstarken Industriesauger werden sie der Plage Herr. Der Feuerwehrmann aus Tyro hat die feinen Härchen beim Einsatz eingeatmet. Das Gift hat in seiner Lunge einen schweren Asthmaanfall ausgelöst. Doch er hat Glück. Im Krankenhaus kann er dank hochdosiertem Cortison gerettet werden. Trotzdem, der Schock sitzt tief bei den Männern. Insgesamt ist es wirklich eigentlich erschreckend, wie dieses kleine Wesen, so unscheinbar wie es ist, natürlich dem Menschen allgemein so stark zusetzen kann. Und einen Feuerwehrmann für eine ganze Woche in die Knie zwingt. Er startet einen Aufruf, vor allem bei Hundebesitzern. Denn der beste Freund des Menschen ist ein schnelles Opfer für die Zecken. Jetzt wird er zum Helfer der Wissenschaft, indem er die Zecken sammelt. Der Halter muss sie nur noch einschicken. Tatsächlich folgen viele Menschen Naukes Aufruf. Sie schicken ihm ihre Buntzecken. Der Forscher trägt die Fundorte auf einer Karte ein. Ständig kommen neue hinzu. Womit der Biologe selbst nicht gerechnet hätte, die Resonanz ist überwältigend. Immer mehr Buntzecken landen auf seinem Schreibtisch. Seine Zeckenkarte wird voller und voller. Und bis zum heutigen Tage haben wir über 10.000 Exemplare eingesendet bekommen und kartiert. Es sind 2 verschiedene Buntzeckenarten, die Nauke unter den eingesendeten Exemplaren findet. Die Auwaldzecke und die Schafzecke. Nur die Schafzecke ist bislang als Träger des Kuhfiebers bekannt. Doch die Sammelaktion bringt noch ein weiteres aufschlussreiches Ergebnis. Die gefährliche Schafzecke ist offensichtlich nach wie vor nur im Süden Deutschlands zu Hause. Für Kuhfieberfälle wie die in Soest kann sie also kaum verantwortlich sein. Stattdessen scheint die andere Zeckenart, die Auwaldzecke, auf dem Vormarsch zu sein. Gerade hat Thorsten Nauke eine Probe aus Hessen bekommen. Es sind Auwaldzecken, die man bislang nur an der Grenze zu Polen wähnte. Diese früher bei uns weitgehend unbekannte Buntzeckenart kommt ursprünglich aus Osteuropa. Inzwischen ist sie auch in Brandenburg zu Hause, aber schon nicht mehr nur dort. Die Auwaldzecke, die breitet sich in Deutschland massiv aus. Und auch hier in Frankfurt, nahe des Flughafens, haben wir einen Standort gefunden, wo diese Auwaldzecke anzutreffen ist. Dass auch diese Buntzeckenart den gefährlichen Kuhfiebererreger übertragen kann, das vermutet Thorsten Nauke stark. Eindeutig erwiesen ist es vorerst noch nicht. Wie um seine Theorie zu unterstreichen, bricht in Hessen 2011 das Kuhfieber aus. Und zwar nicht zum ersten Mal. Wieder sind Schafe im Spiel und wieder reicht der Wind aus, um die Menschen zu infizieren. Im Mai 2012 ein neuer Fall, wieder in Hessen, in der Nähe von Gießen. Rund 20 Menschen erkranken. Thorsten Nauke untersucht Schafe im Umfeld des aktuellen Ausbruchsorts auf die verdächtige Auwaldzecke, die vielleicht den gefährlichen Kuhfiebererreger in sich tragen könnte. Doch bei dieser Schafherde wird er erstmal nicht fündig. Nur ein gemeiner Holzbock saugt sich am Schaf satt. Dennoch fügt sich bei Thorsten Nauke langsam ein Indiz zum anderen. Seine Sammelaktion bestätigt immer deutlicher, dass die Auwaldzecke längst nicht mehr nur im Osten der Republik zu Hause ist und dass sie